Digital Extremes besteht aus einer Menge cooler Leute. Leider machen die nicht immer ganz so coole Sachen. Neben Quests wie Sands of Inaros und War Within oder Bounties wie Nidus kommen auch schon mal sehr schlechte Änderungen und Neuerungen. Riven Mods sind aber meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die DE in Bezug auf Warframe je gemacht hat. Kurze Erinnerung. Riven Mods sind spezielle Mods, die ihr mit etwas Glück oder in meinem Fall Pech, weil ich sie boykottiere, für abgeschlossene Einsätze erhaltet. Diese Mods sind zunächst verdeckt und erfordern den Abschluss einer Herausforderung, bevor ihr ihre Werte einsehen könnt. Die Schwierigkeit dieser Herausforderung reicht von Töte 5 Sentients bis Scanne ein Cimmerist-Stil ohne Schaden zu nehmen, Fallen zu benutzen oder Fähigkeiten einzusetzen und trage dabei einen gebundenen Drachenschlüssel. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr eine Mod für eine festgelegte zufällige Waffe mit bis zu 4 zufälligen Werten, die positiv oder negativ sein können. Wenn euch diese Werte nicht gefallen, könnt ihr versuchen, die Mod unter Einsatz von Kuva neu aufwürfeln zu lassen. Dadurch gehen diese Mods extrem weit auseinander. Balancetechnisch ein Albtraum. Manchmal bekommt ihr Schaden, Mehrfachschuss, Crit-Chance und Crit-Schaden für eine Waffe wie den Dread. Umgekehrt kann die Mod auch einfach nutzlose oder nur negative Werte haben. Es reicht aber schon, wenn ein Wert extrem negativ ist, um die gesamte Mod nutzlos zu machen. Zum Beispiel minus 107% Schaden, weil ich meine Gegner lieber heile statt töte. Oder minus 100% Projektilgeschwindigkeit, weil ich eigentlich möchte, dass meine Gegner in die Geschosse reinlaufen. Wenn es wenigstens minus 200% wären, dann müsste ich ja nur noch genau in die andere Richtung zielen. Solche Werte schreien förmlich, unfertiges System. Aber es wird noch besser. Standardmäßig könnt ihr auf eurem Account nur 15 Riven Mods besitzen. Bekommt ihr einen weiteren, müsst ihr einen wegschmeißen. Ursprünglich hieß es, damit soll die Kreativität angeregt werden. Danach erklärte DE, dass Riven Mods viel mehr Speicher in den Datenbanken brauchen. Wir können inzwischen aber für Platin das Limit bis 60 erhöhen. Danach ist vorerst Schluss. Abgesehen davon, dass bereits einige Leute mit beruflichem Hintergrund im Bereich Datenbanken erklärt haben, dass die Speicherung von Riven Mods nicht derart problematisch sein sollte, ist es ein weiterer Grund, wieso dieses System auf jeden Fall mehr Arbeit gebraucht hätte. Jetzt meint ihr vielleicht, aber das kann sich doch noch ändern. Natürlich kann es das. Das ändert aber nichts daran, dass Riven Mods jegliches Balancing zerstören, falls Warframe sowas je hatte. Steve sagte in einem der letzten Death-Streams, dass Riven Mods alte Waffen wieder beliebt machen sollen. Für mich hört sich das eher an wie, verlasst euch nicht darauf, dass wir alte Waffen buffen, wenn ihr genug grindet, könnt ihr das aber selber tun. Und da neue Waffen in letzter Zeit immer mehr eigene Gimmicks haben, ist es nicht so, als hätte DE keine Ideen. Dann gibt es noch Riven-Disposition, damit beliebte Waffen nicht so starke Rivens bekommen. Klingt zunächst gut, bis man die andere Seite betrachtet. Wenn DE hingeht und die Riven-Disposition einer Waffe erhöht, sagen sie im Prinzip, wir wissen, dass diese Waffe scheiße ist, aber wir ändern nichts dran. Und das Schlimme ist, DE könnte Rivens nicht mal entfernen oder massiv verändern, ohne alle Spieler extrem kompensieren zu müssen oder alle Spieler extrem anzupissen. Wie ein Tumor, der Metastasen gebildet hat. Ich hoffe daher nur, dass DE Rivens handhabt, wie sie es mit Arcanes tun und ich sie nie brauchen werde.